Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo oder Kanal-Update-Video hier, denn es gibt mal wieder ein bisschen was zu erzählen. Und ohne viel Zeit zu verschwenden, gehen wir direkt zu Thema Nummer 1. Und zwar habe ich Instagram, ihr dürftet es vielleicht schon mitbekommen haben, wenn ihr jetzt in den letzten paar Tagen mal einen Stream von mir gesehen habt oder mal auf dem Kanal vorbeigeschaut habt, auf dem Community-Tab, je nachdem. Das ist jetzt eine tolle neue Sache für mich, denn ich habe seit anderthalb Wochen ungefähr mein neues OnePlus 6T und davor, einige wissen es vielleicht, hatte ich einen Schrott, Drecks, Kack, Windows, Phone, Nokia, Shit. Das ist Kacke. Reden wir darüber nicht. Auf jeden Fall ist das übel geil. Ich bin unfassbar zufrieden damit und ich habe mir gedacht, ja, dann kann man ja jetzt auch mal wirklich ordentlich Social Media mäßig aktiv werden. Und holy moly, das erste, was auffällt, ist halt einfach, Scheiße gibt's auf Insta, viele Spam- und Bot-Accounts. Holy fuck. Nee, aber ansonsten ist das alles gar nicht mal so schlecht. Also, ich poste jetzt jeden Tag ein paar Stories und Bilder, habe ich jetzt auch ein paar, die ich über die Tage veröffentlichen kann. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und dort kommen natürlich auch die ganzen Stream-Ankündigungen, wie auf Twitter. Nur vielleicht haben ja ein paar mehr Leute Insta als Twitter. Auch wenn Twitter besser ist. Das nächste Ding, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter auf dem Kanal? Es wird ganz viel gestreamt und naja, irgendwie hat sich jetzt die letzten Monate so für mich rausgestellt, dass Stream, wenn halt gerade kein Videoprojekt vorhanden ist und es ist auch nichts in Aussicht und das für lange Zeit, dass Stream einfach das Ding ist, was ich main machen möchte. Klar, so Videos für Special-Sachen wie jetzt zum Beispiel, ja okay, das ist jetzt nicht wirklich Special, aber dieses Infovideo hier oder halt irgendwelche geilen Vlogs oder halt irgendwelche Gegebenheiten, für die sich das anbietet. Ja gut, aber wenn ich jetzt tatsächlich hauptsächlich Streamer bin, dann würde es doch viel mehr Sinn machen, das Ganze auf Twitch zu machen. Und da bin ich auch dran. Haha. Ja, nee, also ich habe halt jetzt vor, so langsam mal wirklich meinen Twitch-Account richtig einzurichten. Ja, alles Weitere, was OBS angeht und so weiter. Und ja, ich habe eine Möglichkeit, wie ich auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig streamen kann. Ich habe es zwar noch nicht ausgetestet, aber eigentlich sollte das doch gut sein. So, weil ich mag halt YouTube immer noch extrem dafür, dass ich halt da einfach dann alle meine Streams als Videos habe. Klar, das geht auf Twitch auch, aber dann auch nur auf begrenzte Zeit. Und ich meine, kein Schwein guckt sich auf Twitch Streams im Nachhinein nochmal an, so wirklich. Und auf YouTube kriegen meine Streams im Nachhinein nochmal doppelt so viele Views oder dreifach so viele teilweise. Und YouTube ist halt auch einfach mein Zuhause. Das ist das Ding, was ich mir aufgebaut habe über so viele Jahre jetzt mittlerweile. Und da ich jetzt nicht erwarte, in naher Zukunft Twitch-Partner zu werden, wo dann der Vertrag wahrscheinlich sagen würde, so, darfst nicht mehr auf YouTube streamen und so. Aber weil das wahrscheinlich erstmal nicht der Fall sein wird, würde das so eigentlich, denke ich, ganz gut klappen. Also Leute, bald Streams auf beiden Plattformen, dann könnt ihr schauen, wo ihr es lieber habt. Und ich habe neue Zielgruppen eventuell. By the way, überhaupt, warum ich jetzt das Ganze mache und warum ich so viel vorhabe und das auch umsetzen kann, ist ja, weil ich jetzt keine Schule mehr habe. Hab da hoffentlich auch schon mitbekommen. Wenn nicht, ich habe keine Schule mehr, bin jetzt durch, kommen nur noch die Abi-Prüfungen. Das wird schon so halbwegs, ne? Das heißt, ich habe viel Zeit und das ist geil. Deswegen schaue ich auch, dass jetzt fast täglich Streams kommen. Vielleicht schaffe ich es mal hier und da nicht, aber so ungefähr. Da könnt ihr mir auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wann ihr denn am liebsten Streams guckt, um welche Uhrzeit, vielleicht auch welcher Wochentag oder welche Tage. Und vor allem, was für Spiele. Jetzt wird sehr bald wieder Rocket League ganz viel losgehen, weil am 17.04. der dritte Rocket Pass startet. Also da werde ich wieder wahrscheinlich sehr, sehr aktiv werden jetzt. Also wenn ihr Bock habt, ist Feedback immer eine geile Sache. So, kommen wir zu den nächsten Themen. Risen 3 soll auf jeden Fall weitergehen, weil ich meine, ganz ehrlich, habt ihr gedacht, ich beende das Spiel nicht. Aber das Problem daran ist, ich werde wahrscheinlich keinen komplett festen Streamplan aufstellen können. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt, und zwar einen modularen Streamplan. Ha! Sonst hatten wir ja freitags, samstags 20 Uhr, aber das Ding ist halt, da fällt halt oft irgendein anderer Shit drauf, wie zum Beispiel halt auch immer die Warhammer-Streams. Für alle, die vielleicht neu hier sind, unsere Warhammer 40k-Runde ist eine Pen-and-Paper-Rollenspielrunde, die auf diesem Kanal schon bald 2 Jahre lang läuft. Darin spielen Mischka, Kako und ich und Reg als Spielleiter unsere fiktive Geschichte im Warhammer 40k-Universum. Das Ganze ist viel mit einfach Zurücklehnen und Zuhören verbunden für den Zuschauer, ähnlich wie bei Podcasts. Ja, und ein bisschen Vorstellungsvermögen erledigt dann den Rest, also es ist echt eine super geile Sache. Kann ich jedem empfehlen, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt und Lust auf eine fantastische Geschichte. Wie dem auch sei, wann streamen wir denn jetzt Risen 3? Was denn, Reim, Alter? Wir schauen, dass wir Freitag und Samstag anpeilen, aber wenn das halt eben mal nicht der Fall sein wird, dass das klappen kann, dann weichen wir jeweils auf Sonntag oder Donnerstag aus. Zu den Uhrzeiten kann ich jetzt nichts Genaues sagen, weil es wird halt irgendwann abends sein, aber so hundertprozentig genau möchte ich da mich jetzt nicht mehr festlegen. Wenn mir danach ist, kann es aber auch sein, dass ich mal an anderen Tagen Risen 3 streame. Wo wir schon bei Rollenspielen sind, viele Leute warten immer noch auf das Elex-Fazit. Viele Leute, die jetzt wahrscheinlich nicht mal mehr den Kanal gucken,
Auf jeden Fall habe ich mir da auch ein bisschen was Neues überlegt. Und zwar ist es ja jetzt schon wirklich eine ganze Weile her, dass wir es gespielt haben. Deswegen habe ich vor, mal so, keine Ahnung, 1, 2, 3 weitere Elex-Streams irgendwann zu machen. Einfach auf irgendwelchen Speicherständen, so dass wir nochmal ein bisschen in das Spiel eintauchen und dann zusammen in den Streams erarbeiten können, was letztendlich in das große Fazit rein soll. Wann genau das Ganze stattfinden soll, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil wir gerade einfach ein paar andere Prioritäten haben. Zum Beispiel gibt es immer noch den mittlerweile monatealten Hamburg-Vlog, der als allerlei Rohdateien noch auf meinem PC rumfliegt, aber den ich immer noch schneiden muss. Darum werde ich mich auch in näherer Zukunft irgendwann mal kümmern. Und ich sage euch, der wird awesome. Deswegen wird wahrscheinlich aber auch wieder sau viel Arbeit reinfließen, deswegen keine Garantie, wann der kommt. So, das war's dann auch schon wieder mit allen Sachen, die für meinen Kanal jetzt wichtig sind oder für meine Internetpräsenz in den nächsten Wochen und Monaten. Falls ihr euch das ganze Video angeschaut habt, dann schreibt doch einfach mal Hashtag Quantastisch in die Kommentare. Ja, der gute alte Hashtag wie damals vor, keine Ahnung, wann habe ich den mal eingeführt? Vielen Jahren. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns auf Insta oder Twitter wieder oder in irgendeinem Livestream. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!